Hallo Leute, ja, wir sind hier mit unserem Wagen jetzt am Ziel. Wir hatten letztes Mal darüber gesprochen, dass wir hier unten in den Berg rein arbeiten wollen, aber ich habe mir das nochmal überlegt. Ich glaube, es ist vielleicht da gar nicht so gut, sondern mir gefällt diese Stelle hier eigentlich viel besser, vor allem wenn wir nicht nach unten, sondern nach oben gehen. Ja, dann ist das hier vielleicht besser wie das, wo es hier so flach ist. Also hier, ja, sie werden es auch nicht schwer haben, hier runterzukommen, die Gegner, aber. Ja, ich glaube, wir gehen besser hier los. Also diese Stelle. Ich glaube, hier graben wir rein. Das machen wir nach dem Logo. So, dann wollen wir mal loslegen. Unser Ziel ist es jetzt hier, einen Tunnel reinzumachen, dreispurig. Einfach erstmal in die Tiefe gehen. Also warte mal, Steuerung, dann geht es ein bisschen größer. So ganz groß wollte ich auch nicht, aber ein bisschen größer. Und dann könnten wir eigentlich loslaufen lassen. Dann gehen wir buddeln. Und dann würde ich aber auch schon gleich weitere Dinge machen. Zum Beispiel eine Zone machen. Also hier das Don't Show This Again brauchen wir jetzt gerade nicht mehr. Pen Pastur. Das können wir nämlich mal hier so schön drüber machen. Ich würde das mal hier erstmal so anbieten. Accept. Und jetzt sollen da erstmal die ganzen Hühner rein. Und der Hahn, die Häschen können da auch rein, die tun sich auch nichts. Und was haben wir noch für Möglichkeiten? Ja, das lassen wir erstmal, das passt dann schon. Die können da erstmal rein. Und dann machen wir noch eine weitere Zone. Die machen wir ein bisschen tiefer. Ja, so müssen wir erst wieder aussuchen. Machen wir mal hier so hin. Ja, ist ein bisschen kleiner, ist aber nicht so schlimm. Accept. Und hier kommt das Schaf rein. Und ich glaube, die Pferde und die Schafe, die vertragen sich. Da können wir das ruhig machen. So, Schaf ist da, Pferd ist da. Sieht doch erstmal gut aus, oder? So, da müssen wir gucken. Ich scroll schon wieder zu weit hoch. Jetzt können wir definitiv auch schon mal hier am Eingang anfangen, hier Bäume zu fällen. Dann ist da auch schon was und dann könnten wir auch noch hier. Wenn es da was zu essen gibt, dann sollen sie das auch mal gerade einsammeln. Ja, da gibt es auch schon mal was. Er ist auch wunderbar schon am Arbeiten hier. Geht schon im Berg rein, das ist schon mal gut. Achso, wir wollten jetzt noch gerade gucken, was mit unserem Wagen ist. Ah ne, jetzt meine Area. Der Workplace, da müssen wir erst noch ein bisschen hier andere. Lass uns hier noch ein paar Sachen machen. Ah, ich will immer mit scrollen, das ist schlecht. Ich will eigentlich nur ein bisschen größer werden. Also der hat ja noch genug zu tun, ne? Warte mal, wie das hier und dann. Steuerung nach rechts? Ne. Shift nach rechts? Auch nicht. Ja, früher konnte man das mit Shift dann nach rechts gehen und dann hat er so und so viele Felder größer gemacht, ne? Aber das ist jetzt auch nicht so schlimm. Ich würde jetzt sagen, wir machen das mal so groß. Und das ist der Eingang. Und das ist hier unser Empfang für fahrende Gäste. Den brauchen wir ja. So, das haben wir schon mal. Und dann würde ich sagen, machen wir hier unten erstmal einen Raum. Und der wird mal so groß. Da werden wir erstmal ein paar Betten reinstellen und so. Und dann, ja, schwierig, ne?
Holz ist schon abgearbeitet überall, dann passt das schon mal. Nee, mach das weg, das wollen wir so nicht. Obwohl, wir können das mal hier noch weiter aushöhlen. Aber warte mal, das auch noch nicht. Wir machen das nochmal. Machen das erstmal so. Dann geht das Ganze schneller. Dann kurz angedeutet, so groß muss das werden. Nee, warte, so, so. Das ist die Größe eines Workshops. Das. Warte mal. Da wäre der Workshop. Hier machen wir einen Gang rüber und hier kommt das Doppelte so groß. Das sind 5, das sind 6. Da wird ein Lager sein. Da auch. Und hier ist ein Ausgangslager. So passt es. Hier machen wir einen Gang erstmal runter. Aber warte mal, das ist wieder falsch. Dann machen wir so und hier den Gang runter. Weil der wird nachher dreispurig hier auch ausgebaut. Dann haben wir erstmal so Fläche, oder? So passt es erstmal. So, so ist die Idee. Und dann müssen wir gucken, was wir für Workshops und so machen, ne? Er hebt das natürlich jetzt erst aus, ist aber nicht schlimm. Ah, Prioritäten, wo kann man die hier ändern, ne? Stockpiles brauchen wir natürlich auch noch. Also das, ja, ich glaube, wo sind das zweite? Ach doch, ich dachte, da wäre nur ein Schaf, sind aber beide da. Die Bunnies sind auch da. Wir brauchen noch Nestboxen und sowas. Ja. Hold left button to draw, ja. Wenn ich jetzt mal hier sehen würde, wie groß unser Lager ist für ein. So, das haben wir. Das machen wir und da kommt erstmal nur Holz soll da rein. Foodstone. Wood. Und passt schon mal. So, das ist das Erste. Also wir müssen auf jeden Fall noch so ein Teil machen. Für sag schon Korps und sowas und ah, jetzt habe ich wieder die falsche Taste geklickt. Die machen wir mal hier hin. Da soll der nächste Stockpile sein, aber da kommen Refuse hin. Ne, Refuse ist schon richtig. Ja, Müll, Trash. Spends, ne, talk about whether the stockpile can take items from anywhere or only from specified workspace. No, das müssen wir noch nicht einrichten. Repent the stockpile, ne. Gut, haben wir das. Da können dann so Sachen rein, die da nicht reingehören. Die nirgendwo anders sein sollen. So, jetzt. So, naja, macht erst hier oben weiter. Jetzt müssten wir mal schauen, was wir hier noch basteln können. Constructions. Ja, das haben wir alles noch nicht. Das machen wir ja. Floor, Wall, ja. Später, noch nicht. Das Trade-Depot ist so groß. Geht das da schon so hin? Ja, ich würde es schon so machen wollen, oder machen wir es in der Mitte?
Mitte wäre ungefähr hier irgendwo, ne? Ich glaube, hier ist die Mitte. Aber solange er nicht ausgehoben hat, geht es noch nicht. Das heißt, er muss da rechts noch was wegräumen. Und da unten vor allem noch ein. Aber er geht jetzt irgendwie so diagonal da rein. Jetzt schläft er da. Das ist ganz schlecht, ne? Okay, können wir noch nicht machen. Wir werden mal gerade vorübergehenden Workshop hier draußen machen. Also haben wir ja schon an Workshops. Carpenter. Der kommt jetzt erstmal vorübergehend dahin. Andesit. Chestnut Blocks. Wird er daraus gemacht. Er schläft jetzt da auf der Stelle und der wird schon gebaut. Das ist schon mal gut. Und Task, add new Task. Doors, nee, Doors will ich nicht. Ich will erstmal Betten machen. Habe ich das hier oben übersehen? Wall, Alter, Animal, Bin, Blocks, Buckets, Buckler. Casket, Chest, Chest, Crutch, Door, Floor, Grate. Splint. Hier gibt es keine Betten aus Holz. Tja. Habe ich das jetzt wirklich übersehen? Und Spike. Da oben, ganz oben steht es. Super. Ich hätte gerne mehrere gemacht. Geht aber wieder irgendwie mit den Tastenkürzeln hier nicht, ne? 5, 6, 7. Ich glaube, eins hat er jetzt schon fertig, oder? Okay. Furniture. Bett. Okay, da sind schon zwei da. Okay, das war jetzt nix. Jetzt muss ich wieder hier hingehen. Ah, die Shortcuts, die ich damals hatte, das war cool, ne? Bett. Select material after placement. Use closest material. Keep it. Er speichert gerade ab. Dann wollen wir das gerade abwarten, bis er fertig ist. So, keep und Enter. Nee. Ach so, okay, jetzt werbe ich's. 2. Mal, ist das die Mitte? Das ist die Mitte. Drei sind das. Fünf. Sechs. Sieben. So, alle kriegen ihr Bett schon mal, das ist schon mal gut. Okay, hier oben haben wir Dingens Sand, da könnte man es anpflanzen, aber der Rest ist hier leider nicht zum Anpflanzen geeignet. Andesit, Kavernflor. Da müssen wir gucken, dass wir was zum Anpflanzen noch finden, Bereiche. Gut, aber ich würde sagen, wir machen erst hier eine Pause. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.